So, hallo Leute, heute machen wir wieder einen Unboxing-Film. Aber wir packen heute weder Lok noch Wagen aus, sondern etwas ganz anderes. Und zwar von der Verlagsgruppe Bahn haben wir Bücher bestellt. Und die wollte ich euch jetzt mal zeigen. Ah, sehr schön. So, das ist der Teil 2. Machen wir erstmal den Teil 1 vielleicht. Sehen so aus. Die Eurocity-Züge Teil 1 von 1987 bis 1993. Und zwar das Schöne ist, das zeige ich euch dann auch noch gleich schnell. Ich mache mal eins auf. Das ist alles ein bisschen schwieriger. Ich will ja da nicht reinschneiden. Mal. So, jetzt haben wir es. Das ist immer ein bisschen heikel mit den Büchern. Das ist von Jean-Pierre Malaspina und von Martin Brandt. So. Das Schöne an diesen Büchern ist, dass die also natürlich auch allgemeine Informationen, das ist ganz klar. Und es gibt auch Zugzusammenstellungen. Mal gucken. Also hier sind die ganzen Intercity- und Eurocity-Züge aufgereiht. Jetzt müssen wir mal schauen hier. Das ist jetzt in der Schweiz. Österreich. Hier in den Tabellen sieht man die Destination, die Distanzen, die Fahrzeiten. Und man sieht auch gut, welche Loks und Wagen dazu hergenommen worden sind. Hier ist eine französische Lokomotive. Und jetzt kommt der Teil 2 und der ist schon ausgepackt. Sehr praktisch. Teil 2 von 1993 bis 2020. Man sieht schon etwas moderner. Hier ist gleich aufgebaut. Hier eine 120 mit ungarischen Wagen zum Beispiel. Hier eine 103 mit österreichischen Wagen. Hier kann man sich sehr viele Anregungen holen. Wir werden versuchen, das eine oder andere, wenn es möglich ist, mit unserem rollenden Material nachzustellen, was wir hier an Zügen alles sehen werden. Das ist jetzt in der Schweiz. Das ist jetzt eine französische Lok mit Schweizer Wagen. Also hier kann man sich schon etliche Anregungen holen. Wie gesagt, wir müssen uns das noch genauer anschauen. Hier ist der CIS-IP. Das nach und nach so ein bisschen zeigen. Und aus dem, was hier drin steht, werden wir auch versuchen, Züge zu bilden. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen. Für das Erste wünsche ich euch einen schönen Tag und lasst ein Like und ein Abo da. Und tschüss.